Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu Final Fantasy X. Ich freue mich, dass ihr wieder mit dabei seid. So. Da habe ich doch noch jetzt irgendjemanden gesehen gehabt. Ich dachte, es wäre, wie heißt es, Schelinda oder so. Aber es ist Belgmain. Die sind, glaube ich, relativ übel. Nix gibt's. Oh, Siegeshymne kann er jetzt auch mittlerweile. Sehr schön. So, wir waren jetzt noch nicht dran. Lu war, glaube ich, noch nicht dran. Und außer Yuna und Lulu? Ach, das bringt gerade gar nichts. Okay. Titus könnte noch mal seine Fähigkeit wieder einsetzen. Dann hat er nämlich die nächste schon eingesetzt. Sehr gut. So, da war's. Oh, you again. You're quite the notorious traitor these days. Passiert. What's it to you? Oh, you shouldn't take what the Maester say too seriously. For summoners, destroying sin is everything. We are no tools of Yevon. Understand? Yes. So, are you up to the task? I do not know, but I will do my best. You've got spirit, but you'll need more to beat sin. An Aeon duel. Show me what you're made of. Klar, machen wir. Excellent. But before we begin, vielleicht klappt es ja diesmal. Vielleicht klappt es ja diesmal. Wen ruft sie denn? Shiva. Meisterruf können wir leider nicht machen. Schade. Ah. Nehmen wir doch einfach unseren Stärksten, oder? Mit Bahamut muss es doch klappen. So. Mit Großzähne im Menü lassen sich die Statuswerte der Bestie erhöhen. Man kann zum Beispiel der gegen physische Angriffe schwachen Shiva mehr HP geben oder den Geschickwert von Bahamut erhöht, um Schwächen auszugleichen und Stärken auszubauen. Okay. Macht das mehr Schaden? Ja, macht eigentlich auch nicht viel mehr Schaden. Ja, der Kampf könnte ein bisschen dauern. Wir könnten... Hey, sie müsst... Boah, wir machen Vollgas. Das müsste richtig gut sein. Damit müssen wir viel Schaden machen können.
Sagt ich jetzt gerade irgendwie was? Irgendwie machen wir mit, egal mit was, nur 400 Schaden. Dum-di-dum-di-dum. Ich denke, sie kriegt ihren Ekstasebalken vor uns voll. Sie hat ihn voll. Na dann, wenn wir das überleben, dann sind... Obwohl? Hier sind wir auch voll. Wer kommt als erstes dran? Ja, sie. Ah, aber sie hat ihre Ekstase gar nicht eingesetzt. Ah. Naja, wie auch immer. Ich glaube, den Kampf haben wir jetzt gewonnen. Auch nicht schlecht. Aber sie hat überlebt. Hätte ich vielleicht Ifrit holen sollen? Andererseits. Dum, 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 dum. Vielleicht hätte ich tatsächlich Ifrit holen sollen. Andererseits... Ah, Ifrit holen sollen und mit Ex... Ah, wir haben's. Und mit Ex-Foy, Ex-Eis, und zwar Kälte schützen müssen. Stop. That is enough. Ha! Wir haben dich zum ersten Mal geschlagen. Ha! Impressive. Remarkable talent. Natürlich. You may have what it takes to beat Sin. Take this. You have earned it. Kraftsphäroid, okay. Dankeschön. Und die Bestiaseele. Thank you. Mhm. I think you will do just fine. But if you ever feel like you want more training, seek the hidden temple of Remium. I will be waiting there. Farewell. Werden wir auch machen. Ich weiß bloß nicht, ob wir jetzt schon hinkommen oder noch nicht. So, da sie jetzt im Besitz der Bestia-Seele sind, können sie durch das Anwenden von Items die Statuswerte der Bestia erhöhen. Wählen sie großziehen. Und danach die gewünschte Bestia. Jetzt werden die Statuswerte der Bestia angezeigt. Statuswerte, die nicht erweitert werden können, erscheinen in Grau. Rechts neben den Statuswerten werden die aktuellen Werte der Bestia angezeigt. Die Angriffskraft von Ixion beträgt 20. Wenn ein Statuswert gewählt wird, erscheint rechts oben das Item, ja, kennen wir schon, in dem Fall 10 Kraftsphäroiden. Je höher der Anfangswert, desto mehr Items werden benötigt. Wenn Sie den gewünschten Statuswert gewählt haben, werden Sie gefragt, ob Sie ganz sicher sind, bla bla bla, kennen wir schon. Aber es erhöht sich auch alles nur um 1. Das ist, glaube ich, auch erstmal was für... Später dann. So. Hallo? Jetzt. Und hier sollte eigentlich dann irgendwo ein Ding sein. Ah, toll. Oh. So, weg.
So, Yuna ist auch wieder da. Voll meine ich. Ah, ich hoffe, ich übersehe das Buch nicht. Bisher sehe ich jetzt nicht wirklich was. Ah. Oh, so Schlangen. Heckenschlangen, die kennen wir ja eigentlich schon. Okay, Mari wollen wir noch auf Ekstase vollkriegen. Ach, da wollte ich doch gerade noch nachschauen. Mist. Uah! Ach du heilige Schande. Keine Energie. Ansonsten alles möglich. Kein Blitzfeuer. Blitzfeuer. Blitzmagie. Ach du Schande, hat es gerade reingesessen. Okay, Kimari muss ich mal schauen. Der steht noch nicht richtig bei Ekstase. Oder hat er das noch nicht gelernt? Wo ist er denn? Wo ist er denn? Da ganz oben natürlich. Zorn fühlt sich, wenn Mitstreiter Schaden erleiden. Wenn man den Gegner Kampfgeist, muss das natürlich sein. Weil, sonst kriegen wir den nicht voll. Lu kriegt tatsächlich nur Mitstreiter. Da hätte ich auch gern das andere Ding. Den Kampfgeist. Rico ist mir relativ eigentlich washed. Die Ekstase verwende ich eh relativ selten. Ja, gut. Da ist es. Ich sehe es. Ich sehe es. All Bernd Lexikon 23. Sehr schön. Oh, genau, dich wollte ich haben. Perfekt. Kannst du ein... Können wir dich stumm machen? Immun, war klar. Aber wir können Dragonik verwenden. Mundgeruch gelernt. Auron, mach einen Kraftbrecher rein. So. Tetus, mach vielleicht mal eine Hast auf dich selber. Rico war noch nicht dran. Dann machen wir vielleicht auch noch einen Magiebrecher. Und vielleicht ein Gemach.
Emon, Mist. Dann kommt noch Lurain, denke ich. Feuer war's, ja. Feuer war's. Dann kriegst nämlich du auch noch eine Hass drauf. Uah. War ja klar. Okay, machen wir das so. Zehntausend noch. Mach jetzt nichts. Okay. Und Ekstase. Natürlich nehmen wir das. Perfekt. Und Mundgeruch haben wir jetzt auch für Akimari gekriegt. Bei dem fehlt es auch nicht mehr so viel. So, mit dir wollte ich noch reden. Ihr durchquert diese Ebene zu Fuß. Respekt. Ich will auf den Schokobo reiten. Ah, die Schokobos auf dieser Ebene sind fast alles Wildvögel. Man muss sie einfangen und zureiten, sonst machen sie, was sie wollen. Die Schokobos, die zuerst zugeritten werden, sind noch nicht an Menschen gewöhnt. Vielleicht geht es schneller, wenn ihr die Ebene zu Fuß durchquert. Ich werde beim Zureiten helfen. Das hört sich zwar einfach an, ist aber ziemlich schwierig. Willst du es trotzdem versuchen? Ja, klar. Verstanden. Komm hier rüber. Gut, hör zu. Folgendes. Von deinem Startpunkt aus musst du innerhalb einer vorgegebenen Zeit hierher gelangen. Der Chocobo ist ungezähmt. Er wird also unkontrolliert durch die Gegend rennen. Steuere ihn mit rechts und links und lauf zwischen meinem Chocobo und mir hindurch. Verpasst du das Ziel oder kostet es zu viel Zeit, hast du verloren. Wenn das hier dein erster Versuch ist, solltest du dir die Steuerung anschauen. Also, los geht's. Angestrebte Zeit beträgt 12. Der Chocobo läuft von allein, allerdings rennt er, wohin er will. Bla 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 bla. Mit RB lässt sich der Blickwinkel ändern. Alles klar. Los geht's. Ja, die Steuerung ist, der Chocobo ist wirklich ziemlich, bleib da. Nicht geschafft. Du hast es geschafft. Willkommen im Ziel. Deine Zeit. Du musst das Training noch öfters durchlaufen. Nochmal. Ja, natürlich. Ich hätte gern einen Chocobo. Jetzt sieht's doch schon besser aus, oder? Ach, wenn er ganz am Schluss nicht so rumgestickt hätte. Nochmal. Wenn man denkt, das ist noch das Einfache von den ganzen... Oh, geschafft. Das ist noch das Einfachere von den Minispielen. Das Training ist abgeschlossen. Glückwunsch, du kannst jederzeit einen Chocobo reiten. Sag mir einfach Bescheid. Es gibt noch anspruchsvolleres Training, wenn du also Lust hast. Ach ja, das ist eine Belohnung fürs Bestehen. Bei jedem neuen Rekord bekommst du etwas.
Sehr schön. Was haben wir denn für Training? Eier und Ausweich. Nee, aber das lassen wir... Jetzt komme ich nicht mehr raus. Dann machen wir mal Eier, Eier. Das ist... Ach, falsch geklickt. Aber jetzt will ich erst einmal mit den Schokobobo... Ah. Die anderen werden wir jetzt noch nicht machen. Den machen wir irgendwann anders mal. So. Nee, nicht mehr. Aber ich hätte gern ein Schokobo. Ja, ich will ein Schokobo reiten. So. Ich glaube, jetzt werden wir nämlich auch nicht mehr angegriffen und wir kommen viel schneller voran. Oh, da kommen wir. Zumindest mal, wenn wir nicht irgendwo hier vorbeilaufen. Da war noch eine Truhe. Habe ich doch richtig gesehen. Okay. Und wenn ich mich... Irgendwo müssen noch weitere Truhen sein. Jetzt können wir auf jeden Fall mal die Gegend schön anschauen. Was ist mit dir? Oh, ist jetzt der Schokobo weg? Diese Erdspalte ist die Krallenspur Sins. Vom hohen Medium in die Ecke getrieben, hinterließ Sin einen Riss in der Erde. Das verwundete Medium und Sin trugen ihren letzten Kampf am Talgrund aus. Alles klar. Dankeschön. Da hinten geht's noch hoch rein, da wollen wir auch noch hin. Ist noch eine Truhe. Mit 10.000 Churl. Hoho. Und noch eine. 5.000. Nicht schlecht. So, und jetzt können wir nämlich noch wohin gehen mit dem Chocobo, wo wir vorher nicht hingekommen sind. Und da würde ich jetzt ganz gerne mal hingehen. Zumindest mal für den ersten Teil. Hoppala. Ich hoffe, das funktioniert schon. Und springen. So. Jetzt kommen wir nämlich hier raus. Danke, Chocobo. Wir kommen nämlich zu diesem Teil hier. Das ist der versteckte Tempel, von dem wir schon gehört haben. Da will ich nämlich eine Sache will ich nämlich machen. Und zwar hier, ich will noch gar nicht in den Tempel reingehen. Das werden wir auch für später irgendwann machen. Aber wir können hier nämlich ein kleines Rennen machen. Auch ein weiteres Minispiel, wo man auch ziemlich gute Sachen kriegen kann. Was haben wir hier? Hier trainieren die Chocobos bei Tag und in der Nacht. Freund der Chocobos, ich bitte dich, ihnen dabei zu helfen. Auf der anderen Seite des Tempels wartet ein besattelter Chocobo. Reite auf diesen und renne gegen diesen Chocobo hier um die Wette. Wenn du gewillt bist zu helfen, schreite nun auf die andere Seite. In dem Augenblick, wo du den Chocobo besteigst, beginnt das Rennen. Und wir kriegen noch das nächste All-Bad-Lexikon. So, es fehlen uns tatsächlich nur noch zwei. Das ist doch gar nicht mal schlecht, nicht wahr? So, das eine, ich probiere das Rennen einmal. Das Rennen, da muss man als erster, man tritt gegen andere Chocobos an und muss quasi als erster durchkommen. Dabei kann man noch Kisten öffnen. Wenn man 5 aufmacht, bekommt man so diesen Preis. Bei nur 4 Kisten bekommt man den Preis und so weiter. Und erstmal das Rennen erklären. Auf der Strecke befinden sich Schatztruhen. Wenn man diese öffnet, springt der Chocobo und nimmt eine Abkürzung. Wenn man vor den anderen Chocobos das Ziel erreicht, bekommt man einen Preis. Doch wenn man den Stangen am Kost berührt, wird der Wert des Preises herabgesetzt. Je mehr Schatztruhen geöffnet werden, desto kostbarer werden die Preise. Man sollte daher nicht nur auf die Zeit achten.
So, das probieren wir mal aus. Ich probiere es jetzt mal aus ohne Kisten. Mal sehen, ob das geht. Ich weiß es nämlich nicht. Ich gehe jetzt den ganz normalen, regulären Weg. Und es sieht auch ganz gut aus. Gewonnen! Wir haben zwar keine Kiste mitgenommen, das heißt kein Preis eigentlich, aber wenn man das Rennen erste Mal gewonnen hat, bekommt man nämlich einen Gegenstand und den will ich haben. Und zwar den hier, den Nebelspiegel. Ha! Ein Item, mit dem man verschiedene Siegel, die in Spira verstreut liegen, brechen kann. Doch jetzt sind seine Kräfte versiegt. Wo kann man diese Kräfte wiedergewinnen? Und das werden wir beim nächsten Mal machen. Das war, ich hoffe, dazu müssen wir nochmal zurückkehren an dieses seltsame Teil, wo wir gefunden haben im Makalania-Wald. Ich hoffe mal, dass wir da noch hinkommen, dass wir nochmal zurückgehen können. Dann werde ich nämlich das gleich machen. Und dann, ja, werden wir sehen. Dann werdet ihr bald erfahren, was man hier so alles machen kann damit. Na gut, aber dann ist eigentlich auch nur wichtig für später eigentlich. Aber passt alles. Dann sage ich mal vielen Dank fürs Anschauen. Macht's gut. Bis zur nächsten Folge. Tschüss.